Wohnen bedeutet für mich, sich wohl zu fühlen. Das Gefühl, nach Hause zu kommen, so einen sicheren Rückzugsraum zu haben. Das Wohnprojekt ist ein Projekt, das schon damit beginnt, dass man es gemeinsam entwickelt, gemeinsam Ideen dafür entwickelt, wie wollen wir in Zukunft gemeinsam wohnen. In einem Wohnprojekt wohnen Kinder, Jugendliche, Studenten, Leute, die arbeiten und ältere Leute, die nicht mehr arbeiten, zusammen. Es ist klar, dass jeder sich zurückziehen kann und seine Ruhe haben kann, wenn er das braucht. Aber wenn er die Gemeinschaft sucht, ist sie da. Ein Vorteil von unserem Wohnprojekt an dieser Lage ist vor allen Dingen dieses Zentrale. Man braucht da kein Auto, man kann sich aufs Fahrrad schwingen oder zu Fuß gehen. Und hier hat man eigentlich beides, diese Dorfgemeinschaft und die Nähe zur Stadt und zum Wasseramt. Ich finde es ganz wichtig, dass Kinder eben sowas wie hier so einen halben Bauspielplatz eigentlich zur Verfügung haben, weil ich finde, so muss man als Kind aufwachsen. Viele Elemente, die man mit Dorf positiv verbindet, werden sich bei uns auch wiederfinden. Ja, das wird einfach das Dorf, das einzigartige Dorf hier in Flensburg. Diese Menschen, die sich da finden und hier wohnen wollen, die wollen auch zusammenbleiben. Die wollen was miteinander zu tun haben. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich gerne in Gemeinschaft lebe. Und beim Stand des Projektes ist noch alles möglich, was man mitentscheiden kann. Ja, man plant gemeinsam, man plant vor allen Dingen das Wohnumfeld. Das, was drumherum ist, das ist ja häufig dann hinterher auch viel wichtiger als das eigene Wohnzimmer. Und deshalb ist es eben wichtig, nicht nur Wohnungen zu planen, sondern auch Arbeit zuzulassen, Freizeitaktivitäten zuzulassen. Hier wohnen und hier arbeiten, besser kann es da gar nicht sein. Hier kann man mitgestalten, in Freiheit, so wie das sonst nirgendwo in dem Wohnbereich möglich ist. Für mich ist das Besondere an diesem Projekt, dass viel Erfahrung ausgetauscht werden kann, dass viel Gemeinschaft besteht, dass viele Möglichkeiten bestehen, sich zu helfen, sich zu unterstützen. Also jeden, den es anspricht, sich an einer Gemeinschaft zu beteiligen, den laden wir herzlich ein, sich das Wohnprojekt Freiland einmal anzuschauen, und vielleicht bleibt er ja genauso daran hängen, wie ich es geblieben bin.